Schauen wir doch mal wieder zum Sonntag rein, was uns kommende Woche so auf Netflix erwartet. In Kalenderwoche 13 vom 25. bis 31. März gibt es wieder 10 Originals, die rauskommen, die keine Stand-Up-Comedy sind oder Serien, die sowieso jede Woche eine neue Folge veröffentlichen, aber auch ein paar lizenzierte Sachen. Damit fangen wir an. Am 25. März, also am Montag, gibt es die Unfassbaren 2 auf Netflix zu sehen. Am 26. März folgt dann Mulan und Hannibal. Am 28. März gibt es für alle Blacklist-Fans die 5. Staffel. Genauso wie beim ersten Mal und am 30. März dann, also am Samstag, folgt noch Z Nation in der 4. Staffel und Independence Day 2. So, wechseln wir rüber zu den Originals, da gibt es nämlich ein paar Highlights. Santa Clarita Diet startet beispielsweise in der 3. Staffel. The Highwayman, Osmosis und Verräter, ebenfalls auch noch zwei Serienstarts, die nicht uninteressant aussehen. Aber fangen wir an mit Yankee am 26. März. Ab dem Dienstag also startet diese mexikanische Serie in der 1. Staffel, die sich mit einem jungen Texaner beschäftigt, der die Grenze nach Mexiko überquert und dort zum Drogenlord wird. Ehe dann am Donnerstag, am 28. März, Love Bus, Reise durch Asien, folgt, sieht völlig skurril aus, der Trailer. In der 2. Staffel 7 Männer und Frauen fahren mit einem pinken Bus quer durch Asien. Alle sind Singles, aber sie wollen verdammt nochmal nicht als Singles wieder am Ende der Reise dastehen und versuchen, die wahre Liebe dabei zu finden. Ehe dann am Freitag, dem 29. März, so oft wie bei Netflix, die Armada der Originals kommt. Als erstes, Santa Clarita Diet in der 3. Staffel geht weiter mit Drew Barrymore und Timothy Olyphant in den Hauptrollen und die Geschichte weiter rund um das Immobilienmakler-Ehepaar, bei dem es inzwischen besser läuft, nur die Mutter bzw. Frau in der Familie das Problem hat, dass sie nach einem Zwischenfall zombieartig mutiert ist und Menschenfleisch braucht, um zu überleben und nicht selbst zu zerfallen. Und ich mochte die 1. Staffel von Santa Clarita Diet, weil die völlig wirrend drüber war. Die 2. war richtig cool, hatte nochmal ganz neue Anekdoten bis hin zu, dass man auch gerne Nazis verspeist, weil immer wieder neues Menschenfleisch da her muss, freue ich mich deswegen auf die 3. Staffel von Santa Clarita Diet. Ehe dann Freitag auch noch rauskommt The Highwayman, ein Biopic und Film mit unter anderem Kevin Costner, Katie Bates und Woody Harrelson in den Hauptrollen, was eine ziemlich geile Kombination ist. Und es geht um zwei ehemalige Texas Ranger, die Jagd auf Bonnie und Clyde machen. Top besetzt. Trailer sieht ganz cool aus, deswegen für mich persönlich mit gehighlightet. Genauso wie die französische Mystery-Serie Osmosis startet in der 1. Staffel und in naher Zukunft in Paris erfindet ein Geschwisterpaar ein Seelenzwillingsimplantat, mit dem wir quasi unseren Seelenverwandten auf der Erde finden. Und bei einem Beta-Test geht aber alles dann doch ein bisschen schief und anders als man dachte. Sehr coole geschnitten, gute Farbe im Trailer, der nicht zu viel verrät, muss ich sagen. Osmosis sieht interessant aus. Dann noch ebenfalls, weil in die 40er Jahre gepackt und mit Michael Stuhlbarg besetzt, nicht uninteressant, die britische Serie Verräter. Eine Thriller-Serie in der 1. Staffel, die sich mit einer jungen Engländerin beschäftigt, die am Ende des 2. Weltkrieges einem US-Agenten hilft, russische Spione in der britischen Regierung ausfindig zu machen. Cooles Setup, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht recht schnell geschaltet aus vom Trailer her, bin ich gespannt drauf. Und weil vor allem Michael Stuhlbarg immer wieder in Formaten drin zu finden ist, die wirklich fein sind, vor allem bei Filmen, ist es immer so ein Garant, auch wenn er nur in kleinen Rollen da ist, dass die Filme dann was können, deswegen ich gespannt bin hier auf Verräter. Dann startet noch am Freitag der Geschmack der Margariten, eine spanische Thriller-Serie in der 1. Staffel, erzählt die Geschichte einer Beamtin, die Geheimnisse über ihr eigenes Leben bzw. über Geheimnisse aufgrund des Verschwindens einer Teenagerin aufdeckt, die mit ihrem eigenen Leben zu tun haben. Hat mich der Trailer jetzt nicht überzeugt, genauso wie der mexikanische Boxerfilm Bayonetta, der sich mit einem vereinsamten ehemaligen mexikanischen Boxer in Finnland lebend beschäftigt, der die Chance bekommt, wieder in den Ring zu steigen. Dann, ein bisschen freaky sieht aus, die Doku, die legendäre Kokaininsel, eine Gruppe, die sich sehr merkwürdig zusammenfindet, machen anscheinend Jagd auf diese Insel, auf der Kokain gebunkert sein soll. Der Trailer sieht so wirr aus zu dieser Doku in alle Richtungen, könnte aber interessant sein, halte ich mich noch ein bisschen zurück. Und On My Block für Fans in der 2. Staffel, die Freundschaft von 4 Teenagern in einem sehr armen Teil von Los Angeles wird weiterhin auf die Probe gestellt. Es geht ums Highschool-Leben, Teenie-Romantik, das Ganze ist ein Comedy-Format, aber meine Highlights, Santa Clarita Diet in der 3. Staffel, Highwayman, Osmosis in der 1. Staffel und Verräter, auch vielleicht nicht uninteressant in der kommenden Woche. Und damit sind wir schnell durchgerusht. Ich hoffe, da ist ein bisschen was dabei, wo ihr sagt, oh, würde ich gerne anschauen, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen.